What is your name? Erhard Milch. Will you repeat this oath after me? I swear by God. Ich schwöre bei Gott. The Almighty and Omniscient. Dem Allmächtigen und Allwissenden. That I will speak the pure truth. Dass ich die reine Wahrheit sagen. And will withhold and add nothing. Nichts verschweigen und nichts hinzusetzen werde. You may sit down if you wish. Herr Zeuge, haben Sie am Ersten Weltkrieg teilgenommen? Haben Sie am Ersten Weltkrieg teilgenommen? Jawohl. In welcher Stellung? Ich war zuerst Offizier bei der Artillerie und zum Schluss Hauptmann bei der Fliegertruppe. Wann sind Sie nach der Beendigung des Ersten Weltkrieges aus dem Heer ausgeschieden? Im Frühjahr 1920. Wie haben Sie sich nach Ihrem Ausscheiden betätigt? Ich bin zum zivilen Luftverkehr gegangen. Wann sind Sie wieder in die Wehrmacht eingetreten? 1933. Sofort zur Luftwaffe? Jawohl. Welche Stellung bekleideten Sie bei Ausbruch des Zweiten Weltkrieges? Ich war Generaloberst und Generalinspekteur der Luftwaffe. Wann begann der militärische Aufbau der Luftwaffe? 1935. In welchem Ausmaße? Es wurde eine Verteidigungsluftwaffe aufgebaut. Können Sie nähere Angaben darüber machen? Deutschland war im Jahre 1933 aus dem Völkerbund ausgetreten und damit auch aus der Abrüstungskonferenz. Die Fragen, ob die Abrüstung weitergehen sollten, wurden seinerzeit von Hitler in Besprechungen mit den einzelnen Ländern versucht. Als diese Abrüstungsversuche scheiterten, schritt Deutschland zur Wiederaufrüstung. Die Frage war, ob sich die anderen Länder damit einverstanden erklären würden. Infolgedessen rechnete Deutschland damit, dass es unbedingt eine militärische Stärke auch in der Luft haben müsste. Und hierzu sollte auf Seiten der Luftwaffe eine Luftwaffe geschaffen werden, die für die Verteidigung Deutschlands ausreichend war. Das äußerte sich dadurch, dass in erster Linie Jäger aufgestellt wurden und Flakartillerie. Ebenso war die Organisation der deutschen Luftwaffe defensiv aufgebaut. Sie bestand damals aus vier Luftkreisen, die etwa mit einem Kreuz, die mit einem Kreuz über Deutschland zu denken war. Es gab einen Abschnitt Nordost, Südost, Nordwest und Südwest. Auch war die Stärke der Luftwaffe, so wie sie aufgebaut wurde, für einen Angriffskrieg oder für einen größeren Krieg nicht geplant.
Es wurden neben Jägern auch Bomber aufgestellt. Aber diese Bomberformationen wurden bei uns selber immer nur die Risikoluftwaffe genannt. Das heißt, sie sollten nach Möglichkeit verhindern, dass einer der Nachbarn Deutschlands gegen Deutschland in den Krieg trat. Wie waren die Beziehungen der deutschen Luftwaffe zu den Luftwaffen des Auslandes in der Zeit von 1935 ab? In den ersten Jahren nach 1935 hatte ja Deutschland noch keine Luftwaffe, die man so nennen konnte, sondern es waren die ersten Aufstellungen und die ersten größeren Schulen, die aufgebaut wurden. Und ebenso wurde in diesen Jahren die Industrie ausgebaut. Die Industrie war vorher, vor der Aufrüstung, sehr klein gewesen. Ich weiß zufällig, dass die Arbeiterzahl in der gesamten deutschen Luftfahrtindustrie bei der Machtergreifung der Nationalsozialisten um 3.000 bis 3.300 Mann lag. Konstrukteure, Kaufleute und Techniker und Arbeiter. Die ersten Fühlungnahmen mit dem Auslande auf fliegerischer Seite haben im Jahre 1937 begonnen. Und zwar dadurch, dass im Januar 1937 eine englische Kommission unter Führung des Ehrweißmarschalls Courtney mit drei anderen höheren Offizieren. Courtney war der Chef des Intelligence Service der englischen Luftwaffe, nach Deutschland kam. Ich habe diese Kommission selber in den ganzen Tagen begleitet und geführt. Wir haben den Herren alle ihre Wünsche erfüllt hinsichtlich dessen, was sie zu sehen wünschten. Also das waren die ersten Verbände, die aufgebaut waren, vor allen Dingen unser Lehrverband, in dem alle neuen Formen, neuen Modelle zuerst ausprobiert wurden. Ferner Industrie gezeigt, Schulen und was die Herren sonst wissen wollten. Zum Schluss der Besprechungen schlug der englische Weißmarschall vor, einen gegenseitigen Austausch der Aufstellungsvorhaben deutscherseits und englischerseits in die Wege zu leiten. Ich habe dazu die Genehmigung meines Oberbefehlshabers eingeholt und sie erhalten. Wir haben damals der englischen Seite die Aufstellungsvorhaben der deutschen Luftwaffe für das Jahr 37, 38 und glaube 39 gegeben und haben andererseits auch von der englischen Seite ebenfalls das entsprechende Zahlenmaterial bekommen. Es wurde dabei verabredet, dass auch in Zukunft, wenn Änderungen in den Vorhaben eintreten würden oder neue Aufstellungen vor sich gehen sollten, wir wiederum den Austausch dieser Unterlagen durchführen sollten. Der Besuch verlief kameradschaftlich und war auch dann der Ausgangspunkt zu weiteren Fühlungnahmen. Im Mai desselben Jahres 1937 war ich mit einigen Herren als Vertreter meines Oberbefehlshabers nach Belgien eingeladen, zu einem Besuch der dortigen Luftwaffe. Dann hatten im Juli 19... Wie verlief dieser Besuch in Belgien? Können Sie nähere Angaben darüber machen? Es war eine sehr freundliche Aufnahme.
Ich lernte den Kriegsminister kennen, den Außenminister, den Ministerpräsidenten van Zeeland und auch seine Majestät, den König. Abgesehen von den Offizieren der Luftwaffe, die selbstverständlich in erster Linie in Frage kamen. Es war dabei auch eine sehr freundliche gegenseitige Besprechung, in der die Belgier ihre persönlichen Freundschaftsgefühle für Deutschland beteuerten. Wurde auch hier Material ausgetauscht? Nein, in dieser Form nicht, sondern wir haben den Belgiern auch später in Deutschland alles gezeigt, was wir hatten. Als der Chef der Luftwaffe, der General Duvivier, seinen Gegenbesuch machte. Dann war noch eine größere internationale Zusammentreffen im Sommer, im Juli 1937, bei dem alle fünf Jahre damals stattfindenden Züricher Flugmeeting. Wir haben auf diesem Meeting absichtlich unsere neuesten Modelle an Jägern, Bombern und Sturzbombern gezeigt. Auch unsere neuesten Motore, die gerade herausgekommen waren, und auch alles langsam international an den einzelnen Wettbewerben von englischer Seite damals teilzunehmen. Wir haben sowohl den Franzosen, den Engländern, den anderen Nationen in kameradschaftlicher Weise das Material gezeigt. Es handelte sich dabei zum Beispiel um den Messerschmitt Jäger 109, wie er ungefähr auch mit den immer vorhandenen Verbesserungen bis zum Ende des Krieges geflogen wurde. Es war die neueste Dornier-Bombertype von dort. Es war der neueste Stuka von Junkers dort. Ebenso waren die Motoren von Daimler-Benz 600, 601 und ebenso von Junkers. Dr. Sommer, I don't think that this amount of detail is in of any interest. Keine Einzelheiten, wir sind nur ganz kurz. Jawohl. Auf sehen wollen. Dann war im Oktober 37 eine Einladung nach Frankreich von Seiten der französischen Regierung, auch zum Besuch der dortigen Luftwaffe. Wann das? Der Besuch verlief in ganz besonders kameradschaftlicher Weise. Kurz darauf, etwa eine Woche später, fand ein Besuch auf Einladung England statt. Ein Gegenbesuch für den Besuch von Herrn Courtney. Auch hier wurden Fabriken und Verbände und Schulen, auch die Kriegsschule, gezeigt. Ebenso bei der Industrie, die damals gerade in Gang gesetzte Schattenindustrie. Das heißt, eine Industrie, die in Friedenszeiten eigentlich Friedensgüter herstellt, um im Kriege zum Bau von Flugzeugen und Flugmotoren überzugehen. Es sind dann noch Besuche gegenseitig mit Schweden gewesen. Ich glaube, ich kann das damit abschließen. Haben Sie an einer Führerbesprechung am 23. Mai 1939 teilgenommen? Jawohl. In welcher Eigenschaft? Ich wurde am Morgen des Tages plötzlich hinbefohlen, weil der Reichsmarschall nicht zugegen war. Erinnern Sie sich noch der Einzelheiten dieser Besprechung? Dr. Stauber, did we get the date rightly? The date we got was the 23rd of May, 1939. Das war die Besprechung, die vorhin erwähnt wurde. Also am 23. Mai 1939. Erinnern Sie sich noch,
des Verlaufes dieser Besprechung? Der Führer hielt einen größeren Vortrag vor den drei Oberbefehlshabern. Von Heer, Marine, Luftwaffe und ihrem Generalstabschef. Es waren auch noch einige andere Personen zugegen. Der Hauptinhalt war, dass Hitler erklärte, er habe sich entschlossen, die Frage eines Korridors durch den Korridor nach Ostpreußen hin so oder so zu lösen. Und im Zusammenhang damit besprach er die Möglichkeiten von Verwicklungen, die sich dadurch nach dem Westen hin ergeben könnten. Es handelte sich lediglich um einen Vortrag, nicht um eine Aussprache oder eine Besprechung. Wurde noch weiteres besprochen oder von ihm vorgetragen? Erinnern sich daran weitere Einzelheiten? Ja, es waren eben die Fragen, ob der Westen, das heißt in erster Linie dachte er wohl an Frankreich, dabei ruhig sein würde oder ob es einschreiten würde dagegen. Wurde von der Möglichkeit eines Angriffs auf Polen gesprochen? Soviel ich mich entsinne, nur von der Frage der Lösung dieser Korridorfrage. Allerdings habe ich es so verstanden, dass er es auf alle Fälle lösen wollte. Wobei zunächst an Verhandlungen wohl gedacht war, aber wenn die Verhandlungen zu keinem Ziele führten, dann eine militärische Lösung wohl in Frage käme. Fanden darüber noch Erörterungen statt? Nein. Es wurde ausdrücklich befohlen, dass jede Besprechung, auch der Teilnehmer, untereinander verboten war. Mir wurde es zum Beispiel verboten, den Reichsmarschall zu informieren, der nicht da war. Hitler erklärte, dass er dieses selber... dass er diese Information selber vornehmen würde. Ich erinnere mich, dass damals auch dieser berühmte Befehl rausgegeben, glaube ich, wurde, oder schon erwähnt wurde, der als Führerbefehl Nummer 1 in jedem unserer Geschäftszimmer aufgehängt werden musste, dass niemand irgendeinem etwas sagt, was der nicht zu wissen brauchte, dass man es nie früher sagte, als wie der es zu wissen brauchte, und dass man auch nur so viel sagte, wie der andere zu wissen brauchte. Dann haben Sie den Reichsmarschall auch nicht über diese Verhandlung unterrichtet? Nein, es war mir verboten worden. Wann hat er davon erfahren? Das weiß ich nicht. Wie war die Einstellung des damaligen Feldmarschalls Göring zum Krieg? Ich habe immer unter dem Eindruck gestanden, das hat sich schon bei der Rheinlandbesetzung gezeigt, dass er Sorgen hatte, dass die Politik von Hitler zu einem Krieg führen könnte. Er war nach meiner Auffassung gegen einen Krieg. Wann haben Sie zum ersten Mal erfahren, dass Hitler gegen Russland ein Unternehmen in Aussicht gestellt hatte? Das ist, so viel ich mich entsinne, im Frühjahr 1941 gewesen. Darf noch mal korrigiert nachsehen. Am 13. Januar teilte mir der Reichsmarschall mit, dass Hitler mit einem Angriff von der russischen Seite gegen Deutschland rechnete. Ich habe dann zunächst nichts weiter darüber gehört und
Der Reichsmarschall hat sich auch nicht dazu geäußert, wie etwa seine Auffassung dazu wäre. Jedenfalls habe ich in den nächsten Wochen und Monaten nichts mehr gehört. Ich habe dann, wenn allerdings um diese Zeit, sehr wenig in Berlin und im Hauptquartier gar nicht gewesen, sondern war auf Inspektions- und so weiter Reisen. Als ich zurückkam, ob das März oder April war, vermag ich nicht mehr zu sagen, hielt mir einer meiner Untergebenen hinsichtlich einer Bekleidungsfrage einen Vortrag und stellte die Frage, ob bei einem Kriege gegen Russland Winterbekleidung vorgesehen werden müsste. Ich war außerordentlich erstaunt über diese Anfrage. Ich war nicht informiert worden vorher. Ich konnte ihm nur sagen, wenn es zu einem Krieg mit Russland kommt, dann brauchen wir Bekleidung für mehrere Winter. Und habe ihm dann gesagt, wie ich mir eine Winterbekleidung denken könnte. Haben Sie dann ein zweites Mal mit dem Feldmarschall Göring gesprochen über diesen Krieg? Jawohl. Wann war das? Am 22. Mai kam ich von einer meiner Reisen zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder in Berührung mit dem Oberbefehlshaber. Es war in Helmstein, wo damals Göring sich aufhielt. Ich habe dort mit ihm über die Frage gesprochen und ihm gesagt, dass nach meiner Auffassung es für ihn eine die große historische Aufgabe wäre, diesen Krieg zu verhindern, da dieser Krieg nur mit der Vernichtung Deutschlands enden könnte. Erinnerte ihn daran, dass wir ja nicht freiwillig uns einen Zwei-Fronten-Krieg aufladen dürften und so weiter. Der Reichsmarschall hat mir gesagt, dass er diese Argumente auch schon alle vorgebracht hätte, dass es aber völlig unmöglich sei, Hitler diesen Krieg auszureden. Mein Angebot, dass ich versuchen wollte, Hitler normal zu sprechen, hat der Reichsmarschall als hoffnungslos erklärt. Es wäre nicht zu wollen, man könnte nichts machen. Aus den Worten ging ganz klar hervor, dass er diesen Krieg ablehnte und dass er auf keinen Fall diesen Krieg haben wollte. Dass aber auch für ihn selbst in seiner Stellung keine Möglichkeit bestand, Hitler von diesem Vorhaben abzubringen. Ging aus seinen Worten auch hervor, dass er seine Bedenken Hitler mitgeteilt hatte? Ja. Das war für mich ganz klar, dass er auch diese Zwei-Fronten-Krieg-Frage und so weiter, die Gründe, die ich ihm anführte, dass er die auch vorgebracht hätte, sagte er mir. Aber es wäre hoffnungslos. Ich möchte noch zu einen Nachtrag sagen, zum 23. Mai. Bitte. Nach dieser Besprechung habe ich aufgrund der Tatsache, dass die deutsche Luftwaffe kaum über irgendwelche Bombenvorräte verfügte, den Antrag gestellt, dass Bomben gefertigt würden. Das war vorher von Hitler als nicht notwendig und überflüssig vorläufig abgelehnt worden. Es handelte sich bei dieser Frage um die Knappheit an Eisen. Ich habe nun nach dieser Besprechung unter dem Eindruck, dass es zu Verwicklungen kommen könnte, darauf aufmerksam gemacht, dass die Luftwaffe mit ihrer Bomberflotte nicht aktionsbereit sei. Der Antrag ist von Hitler nach dem 23. Mai erneut abgelehnt worden. Er würde schon rechtzeitig Bescheid sagen, ob und wann wir Bomben brauchten. Als wir darauf aufmerksam machten, dass die Fabrikation von Bomben mehrere Monate in Anspruch nehmen würde, erklärte er, dass dafür
auch später noch genug Zeit vorhanden wäre. Daraus habe ich den Schluss gezogen, ich durfte ja mit niemandem sonst sprechen, dass die Worte von Hitler vom 23. Mai nicht so ernst gemeint waren, wie sie für mich geklungen hatten. Wann war dieses letztere Gespräch bezüglich der Ablehnung der Herstellung von Bomben? Das war noch etwa, ich habe es einmal im Anschluss daran nach dem Mai gemacht, weil mir der Zustand bekannt war. Ich habe aber nochmal später, im Laufe des Spätsommers, darauf aufmerksam gemacht. Auch da wurde es abgelehnt. Der Befehl, Bomben zu fertigen, ist von Hitler erst erteilt worden, obwohl wir schon vorher auf dieses Manko aufmerksam wieder machten. Am 12. Oktober 1939, Hitler hat sich ausgedrückt, soweit ich mich entsinne, meine Versuche nach dem Polenfeldzug mit dem Westen zum Frieden zu kommen, sind fehlgeschlagen. Der Krieg geht weiter. Jetzt können und müssen die Bomben fabriziert werden. Hat Hitler Ihnen gegenüber einmal zum Ausdruck gebracht, dass es sein ernstes Bestreben sei, mit dem Westen im Frieden zu leben? Ja, ich habe vorhin mich sehr kurz gefasst bei den Besuchen. Als ich von Frankreich zurückkam, war ich 2 Stunden bei Hitler auf Obersalzberg, um ihm über den Besuch in Frankreich Bericht zu erstatten. Ebenso habe ich nach dem Besuch in England etwa 14 Tage später ebenfalls Hitler einen mehrstündigen Vortrag halten müssen. Er war sehr interessiert und nach dem zweiten Vortrag, das heißt nach dem englischen Besuch, erklärte er, meine Politik will ich so und so führen, aber Sie können alle versichert sein. Ich werde mich immer auf England abstützen. Ich habe das Bestreben, immer mit England zusammenzugehen. Diese Besprechung hat stattgefunden am 2. November. Welchen Jahres? Im Jahre 1937, 2. November. Sie sprachen von 2 Besprechungen. Ja, die erste war der Bericht über den Besuch in Frankreich und der zweite war über den Besuch in England. Hitler, der das Ausland überhaupt nicht kannte, war außerordentlich interessiert, mal von einem Soldaten etwas über Aufnahme, Land, Waffe und so weiter zu hören. Wie war das Verhältnis des Reichsmarschall Göring zu Himmler? Es war nicht immer sehr durchsichtig für mich. Ich hatte den Eindruck, dass auf Himmlers Seite eine Rivalität immer geherrscht hat. Die gegenseitigen Beziehungen waren wohl aber immer sehr korrekt und nach außen hin sehr zuvorkommend. Wie es im inneren Verhältnis war, vermag ich nicht zu sagen. Es hat im Mai 1942 ein Schriftwechsel stattgehabt zwischen Ihnen und dem SS-Obergruppenführer Wolf. Jawohl. Über medizinische Versuche an Häftlingen im Lager Dachau. Können Sie etwas darüber sagen? Ich bin über diese Frage hier in Nürnberg vernommen worden und mein hierüber nicht mehr vorhanden gewesenes Gedächtnis ist durch die beiden Briefe. Ein Brief von Wolf, der war Adjutant damals von Himmler, und ein zweiter Brief von Himmler an mich und die Antwort, die ich erteilt habe, mir vorgelegt wurden. Es handelte sich um Versuche mit Höhenkammern und mit Unterkühlungsversuchen.
Die Briefe sind nur an mich gerichtet worden, weil Herr Himmler wohl nicht den Dienstweg bei der Luftwaffe kannte. Die Sachen gehörten und wurden auch abgegeben, unmittelbar an die Sanitätsinspektion, die mir nicht unterstand. Die Sanitätsinspektion hat auch den Antwortbrief wieder aufgesetzt und mir vorgelegt. Ich habe diesen Antwortbrief etwas korrigiert und dann abgehen lassen. Ein Bericht darüber, was Himmler, den Himmler geschickt hatte, habe ich nicht gelesen. Er hat auch einen Film angeboten. Ich habe ihn nicht gesehen. Der Sanitätsinspekteur, den ich fragte, um was es sich überhaupt handelte, erklärte mir, dass die Luftwaffe völlig im Bilde sei über beide Probleme. Und zwar seien die Versuche für die Höhenkammern von unseren eigenen jungen Ärzten, die sich freiwillig zur Verfügung gestellt hatten, durchgeführt worden. Ebenso könne das Gebiet der Unterkühlung uns überhaupt nichts bringen für die Luftwaffe. Wir waren uns beide klar auf seinen Vorschlag hin, dass er mit dieser Sache und wir nichts zu tun haben wollten. Ich habe ihn gefragt, um was es bei diesen Versuchen ging. Er sagte mir, dass Verbrecher mit diesen Versuchen unterworfen würden. Ich fragte, in welcher Art. Er sagte, in derselben Art, wie unsere jungen Ärzte sich selber diesen Versuchen unterwerfen. Wir haben ihm dann einen Brief geschrieben, der sehr höflich war. Anders konnte man an diese Stelle nicht schreiben. Und völlig ablehnend war. Wir wollten mit der Sache nichts zu tun haben. In dem Brief von Himmler war ich gebeten worden, auch dem Reichsmarschall über die Frage Vortrag zu halten. Ich hatte den Eindruck, dass sich die SS mit diesen Versuchen vor Hitler wichtig machen wollte. Das waren die Worte, die auch der Sanitätschef mir sagte. Ich habe dem Reichsmarschall gelegentlich eines längeren Vortrags über ganz andere Fragen kurz diese Sache erwähnt, weil ich erwarten konnte, dass er auch eines Tages von Himmler angesprochen würde und dann vielleicht über diese ganzen Sachen nichts wüsste. Reichsmarschall hat mich gefragt, als ich ihm sagte, die und die Versuche, was hat das zu bedeuten? Ich habe ihm die Antwort gegeben, die mir der Sanitätsinspekteur gegeben hatte. Ich sagte ihm, dass wir nichts mit zu tun haben wollten und dass wir es ablehnten. Er erklärte mir, dass er genau derselben Auffassung sei, aber ich möchte ja sehr vorsichtig sein und den SD nicht etwa reizen oder schlecht behandeln. Um was es sich bei den Versuchen gehandelt hat, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, was mit den Menschen gemacht worden ist, das ist mir auch heute nicht klar. Wusste es der Reichsmarschall? Nein, bestimmt nicht. Ist der Dr. Rascher dann alsbald bei Ihnen ausgeschieden und zur SS gegangen? Das kann ich nicht sagen. Ich kenne den Dr. Rascher nicht und habe auch mit der Frage des Übertritts nichts zu tun. Rascher unterstand mir ebenso wenig wie der Sanitätschef, ebenso wenig wie das Personalamt. Ist Ihnen bekannt, ob der Reichsmarschall Göring an die ihm unterstellten Truppen Befehle erlassen hat, mit dem Inhalt, Sabotagetrupps zu vernichten oder gefangen genommene feindliche Terrorflieger ohne gerichtliches Verfahren dem SD zu übergeben? Nein, das ist mir nicht bekannt gewesen. Haben Sie darüber überhaupt nichts erfahren in dieser Richtung? Nein. Wie war denn die Einstellung des Reichsmarschalls zu den gefangen genommenen Fliegern im Allgemeinen? Ich habe früher mit dem Reichsmarschall mich manchmal darüber unterhalten. I think I'd like to interpose an objection at this point. I think we've been very liberal. I think we've been very liberal in allowing all kinds of statements. But it does seem to me that this passes anything that is receivable as evidence. This witness has indicated that he has no knowledge of the subject, did not know of the orders which are in evidence,
and he assumes to state the attitude of the Reichsmarschall. I have no objection to his making any statement of any facts from which this tribunal may be informed of the attitude of the Reichsmarschall. But I think that for one witness to state the state of mind of another person without any facts whatever passes the bounds of what we can profitably go into here as evidence. It doesn't help to solve the problem, and I respectfully object to the question and answer as not constituting credible or relevant evidence on any subject before the tribunal. Dr. Stammer, I think you should confine yourself to any facts and observations of the defendant Goering. As the witness has just said that he never heard of any action against the terror flyers at all, I don't see how he can give evidence as to the attitude of the defendant Goering about it. Herr Präsident, ich will meine Frage dahin formulieren. Hat der Reichsmarschall Goering mit dem Zeugen gesprochen darüber, wie die feindlichen abgeschossenen Flieger behandelt werden sollen? Nein. Das ist meines Erachtens eine Tatsache. Mit mir nicht gesprochen worden. Ich habe noch eine Frage. Hat er mit Ihnen darüber gesprochen, dass er ein Gegner jeder Grausamkeit in der Behandlung des Feindes sei? Pardon, ich habe die Frage nicht verstanden. Hat er mit Ihnen darüber gesprochen, dass er ein Gegner jeder Grausamkeit in der Behandlung der Feinde sei? Das wollte ich vorhin gerade sagen. Das hat er mit mir mal vor dem Kriege besprochen. In Erinnerung an den Ersten Weltkrieg. Und was hat er darüber gesagt? Dass das, wenn sie abgeschossen sind, unsere Kameraden sind, war der Inhalt. Ich habe keine weitere Frage an den Zeugen. Ich stelle Ihnen der Verteidigung der Anklagewürde zur Verfügung. Any defendant's counsel wish to ask any questions? Dr. Lazianza, Verteidiger des Generalstabs und des OKW. Herr Zeuge, wie Sie wissen, ist von der Anklagebehörde ein gewisser Personenkreis zusammengefasst worden, zwar die höchsten militärischen Führer, um diesen Personenkreis für verbrecherisch zu erklären. Dieser Personenkreis wird Ihnen bekannt sein. Jawohl. Hat es innerhalb der deutschen Wehrmacht eine derartige Zusammenfassung der gleichen Dienststellen jemals zuvor schon gegeben? Ich habe die Frage nicht verstanden. Hat es eine derartige Zusammenfassung der gleichen Dienststellen, wie sie jetzt
um die Gruppe zu bilden, geschaffen worden ist, jemals vorher schon innerhalb der deutschen Wehrmacht gegeben? Ja, ich glaube, dass jederzeit, solange es eine Armee gibt, auch entsprechende höhere Führer da gewesen sind, die auch zusammengefasst wurden unter ihren Oberbefehlshabern. Waren die Inhaber dieser Dienststellungen mit der Ausarbeitung militärisch-fachlicher Fragen beschäftigt, die sie auf Befehl Hitlers ausgearbeitet haben? Oder haben diese Inhaber der Dienststellungen aus sich selbst heraus Pläne ausgearbeitet, um sie Hitler zwecks Durchführung vorzulegen? Nein, die militärischen Führer haben nur auf die Befehle ihrer Vorgesetzten hingehandelt. Das heißt, die Generäle der Luftwaffe auf den Befehl des Oberbefehlshabers der Luftwaffe, der seine Befehle vom obersten Befehlshaber der Wehrmacht bekam. Das war Hitler, vorher Hindenburg. Wissen Sie etwas darüber, ob diese angebliche Gruppe des Generalstabs und des UKW, wie sie jetzt zusammengefasst worden ist, jemals geschlossen zusammengekommen ist? Vor dem Angriff auf Polen ist der Teil, der dort eingesetzt war, an Armeeführern und Flottenchefs, von Hitler zusammengerufen worden. Ebenso wurde der Teil, der für den Angriff nach dem Westen im Frühjahr 40 in Frage kam, auch zusammengerufen. Und dasselbe fand nochmal statt. Angriff auf Russland. Sie waren bei derartigen Besprechungen selbst auch bisweilen zugegen. Zum Teil, jawohl. Können Sie mir mal den Verlauf einer derartigen Besprechung schildern? Insbesondere würde ich Wert auf den Punkt legen, ob die höheren militärischen Führer bei solchen Besprechungen Gelegenheit hatten, Gegenvorschläge zu machen. Ich erinnere mich an die Besprechung, die vor dem Polenfeldzug auf dem Obersalzberg bei Hitler stattfand. Das war am 22. August. Es waren die Oberbefehlshaber der Wehrmachtsteile und die Armeeführer. Hitler stand vorne vor einem Pult und die Generale saßen nebeneinander auf den Stühlen hintereinander. Er hat dann einen Vortrag gehalten über die Gründe, die politischen Voraussetzungen, so wie er es meist tat, und seine Absichten. In dieser Besprechung war irgendeine Erwiderung oder irgendeine Besprechung von Seiten der Generale nicht möglich. Ich habe, ob eine weitere Besprechung über Einzelheiten war, vermag ich nicht zu sagen. Ich weiß nur diese Ansprache von Hitler. Dann, beim Angriff auf Russland war ein anderes Verfahren. Wir saßen um einen sehr großen Tisch herum und jeweils mussten die einzelnen Heeresgruppen und Armeeführer ihre Absichten und die Art der Durchführung der ihnen gegebenen Befehle auf der Karte erläutern, zu denen dann Hitler sein Einverständnis im Allgemeinen gab oder in Einzelfällen auch vielleicht sagte, er würde vorziehen, hier etwas stärker oder hier etwas schwächer aufzutreten. Es waren dies aber nur ganz geringfügige Einwände. Diese Besprechungen hatten also mehr den Charakter eines Befehlsempfangs. Vollkommen, es war ein Befehlsempfang. Können Sie mir sagen, ob von irgendeinem Mitglied der Gruppe Generalstab oder der angeblichen Gruppe Generalstab und OKW
jemals Anregungen ausgegangen sind, vom geltenden Völkerrecht abzuweichen? Ist mir nicht bekannt. Wissen Sie etwas darüber, ob Angehörige dieser angeblichen Gruppe häufig mit Politikern oder hohen Parteileuten zusammengekommen sind? Nach meiner Meinung nein. Ich möchte das natürlich für die Masse dieser Herren sagen. Es ist wohl selbstverständlich, dass die Oberbefehlshaber der Wehrmachtsteile oder der Chef vom OKW auch mit Politikern öfter Aussprachen gehabt haben dürften. Aber der normale Heeresgruppen-, Flotten- oder Armeeführer hat dazu keine Gelegenheit gehabt. Haben zwischen den Angehörigen dieser angeblichen Gruppe, soweit sie dem Heer, Marine oder Luftwaffe angehörten, untereinander Erörterungen stattgefunden? Soweit sie auf eine gemeinsame Zusammenarbeit angewiesen waren, wie zum Beispiel ein Armee- oder Heeresgruppenchef mit seinem dazugehörigen Flottenchef, haben selbstverständlich solche Aussprachen immer stattgefunden. Aber mit dem Nachbarchef war schon sicherlich das Verhältnis lose und mit dem übernächsten Nachbarn wohl gar nicht vorhanden. Ja. Also solche Besprechungen haben nur stattgefunden im Hinblick auf die Lösung einer gemeinsamen Aufgabe. Jawohl, für diese Zwecke. Innerhalb der Luftwaffe gehören nun zu diesem Personenkreis diejenigen Offiziere, die Dienststellung eines Generalstabschefs der Luftwaffe oder Oberbefehlshaber der Luftwaffe oder einer Luftflotte in einem gewissen Zeitraum gewesen sind. Ich habe nun hier die Liste derjenigen Generäle, die von der Luftwaffe zu diesem Personenkreis der Gruppe gehören. Und ich wollte Sie fragen, hinsichtlich einiger davon, welchen Rang und welche Dienststellung diese Generäle bei Kriegsausbruch innegehabt haben. Was war der Generaloberst Korten bei Kriegsausbruch? Ich glaube, ich kann es nicht ganz genau sagen. Entweder Oberst oder Oberstleutnant. Oberst oder Oberstleutnant? Nach meiner Erinnerung. Ja. Wissen Sie, welche Dienststellung er innegehabt hat? Ich glaube, er war Chef des Stabes bei der Münchner Luftflotte. Dann war im August 44 bis Oktober 44 der General Kreipe Generalstabschef der Luftwaffe. Was war dieser Offizier bei Kriegsausbruch? Vermute Major oder Oberstleutnant. Ja. Wissen Sie, welche Dienststellung er inne gehabt hat? Nein, das kann ich im Augenblick nicht genau sagen. Ja. Und es nun kann sein, dass er Generalstabschef bei einem Fliegerkorps gewesen ist. Jawohl. Und welchen Dienstrang hat er als Generalstabschef eines Fliegerkorps gehabt um diese Zeit? Zwischen Major bis Oberst, je nachdem. Jawohl. General Koller war auch ganz kurze Zeit Generalstabschef der Luftwaffe. Was war dieser Offizier bei Kriegsbeginn? Ich glaube, Oberstleutnant. Oberstleutnant. Dann habe ich noch wenige Namen. Wissen Sie, welchen Dienstrang und Dienstgrad der Generaloberst Desloch bei Kriegsausbruch innegehabt hat? Das ist mir nicht genau erinnerlich. Vielleicht Generalmajor oder Oberst, das weiß ich nicht genau. Und General Pflugbeil? Auch ebenfalls. Und General Seidel? Seidel, glaube ich, war schon Generalmajor bei Kriegsausbruch. Und welche Dienststellung hatte er damals inne? Er war Generalquartiermeister im Generalstab.
Welchen Rang hat diese Stellung gehabt? Verglichen mit Befehlshaber, Oberbefehlshaber, Divisionskommandeur? Also einem Korpskommandeur etwa. Einem Korpskommandeur. Als Generalquartiermeister. Ja. Ich habe nur noch einige Fragen, die die Luftwaffe selbst und damit ja auch ihre obersten militärischen Führer betrifft. Aus Ihrer Aussage hat sich vorhin ergeben, dass im Jahre 1939 die Luftwaffe nicht voll kriegsbereit gewesen ist. Jawohl. Können Sie mir zu diesem Punkt zwar die Gründe angeben, die für diese Nichtbereitschaft der Luftwaffe für den Krieg sprechen? In den wenigen Jahren von 35, ich habe vorhin mal die Industriezahlen vor der Machtergreifung genannt, bis zum Jahre 39 dürften wohl für jeden Soldaten in jedem Lande unmöglich sein, eine Luftwaffe aufzubauen, die den Aufgaben gewachsen gewesen wäre, wie sie vom Jahre 39 ab an uns gestellt worden sind. Das ist ausgeschlossen. Und zwar, es ist weder möglich, die Verbände auf die Beine zu bringen, noch ist es möglich, die Schulen einzurichten und mit Lehrpersonal genügender Art auszustatten. Noch ist es möglich, die Flugzeuge selber, die dazu notwendig sind, zu entwickeln und dann zu bauen im Serienbau. Es ist auch nicht möglich, in dieser Zeit fliegerisches Personal in genügender Weise bei den hohen technischen Anforderungen, die ein heutiges Flugzeug stellt, auszubilden und herbeizuschaffen. Ebenso wenig ist es möglich, in so kurzer Zeit das technisch sehr hochwertige Bodenpersonal zu erstellen und der Luftwaffe zur Verfügung zu stellen und auch der Luftfahrtindustrie. Nebenbei, ja gleichzeitig auch... Etwas langsamer bitte, Herr Zeuge. Auch... Mr. Lieutenant, sir, we don't want details about it. He says that it's impossible. Oh, that's quite sufficient. It isn't necessary to go into this detail about on this subject. Ich habe nur noch einige Einzelfragen. Wurde seitens der Luftwaffe beim Einmarsch in Österreich mit Widerstand gerechnet? Nein. Das war uns voll bekannt, dass kein Widerstand sein würde. Wir haben auch keine Waffen mitgenommen. Wie war der Empfang dort? So freundlich, wie er im eigenen Lande nicht sein konnte. Sind Sie als Feldmarschall vorher unterrichtet worden, dass die Kriegserklärung gegen Amerika abgegeben werden sollte? Nein. Nun werden in diesem Verfahren schwere Anschuldigungen erhoben gegen deutsche Soldaten und ihre Führer wegen begangener Grausamkeiten. Ist nicht jeder Soldat hinreichend über die völkerrechtlichen Bestimmungen aufgeklärt und belehrt worden? Jawohl. Jeder Soldat hatte ein Soldbuch. Und im Soldbuch waren die auf der ersten Seite eingeklebt 10 Gebote für den Soldaten. Da stand all diese Fragen drin. Ja. Können Sie mir Beispiele dafür angeben, über Punkte, die auf diesem Merkblatt enthalten sind? Jawohl. Zum Beispiel, dass kein Soldat, kein Gefangener erschossen werden dürfe, dass nicht geplündert werden dürfe. Ich habe mein Soldbuch hier, ich kann es nicht. Behandlung von Kriegsgefangenen, Rote Kreuz, Zivilbevölkerung unverletzlich, Verhalten des Soldaten selber in Gefangenschaft und zum Schluss Androhung von Strafe bei Zuwiderhandlung. Ja, wenn nun Verfehlungen und Ausschreitungen von Soldaten gegen die Zivilbevölkerung geworden sind, ist dann nach Ihrer Kenntnis durch die zuständigen Kommandeure
mit der erforderlichen Strenge eingeschritten worden? Ich kenne einige Fälle und kannte einige Fälle, wo das absolut der Fall war. Bis zur Todesstrafe. Also das Bestreben der Kommandeure war immer in der Richtung, dass auf alle Fälle die Disziplin der Truppe aufrechterhalten werden müsse. Ja, jawohl. Ich kann ein markantes Beispiel sagen. Ein General der Luftwaffe hatte sich einen Schmuck angeeignet, der einer Ausländerin gehörte. Er ist zum Tode verurteilt und hingerichtet worden. Ich glaube, das war noch im Jahr 43 oder 44. Jawohl. Herr Zeuge, Sie haben insbesondere auch in der kritischen Zeit des Jahres 1939 in naher dienstlicher Beziehung mit dem Angeklagten Göring gestanden. Haben Sie durch ihn jemals von einem großen Plan über die Entfesselung eines umfangreichen Krieges gehört? Nein. Haben nach Ihrer Überzeugung die übrigen hohen militärischen Führer darüber mehr gehört oder hören müssen? Nein. Alle Maßnahmen, die Hitler ergriffen hat, von der Rheinlandbesetzung an, sind urplötzlich gekommen, im Allgemeinen nur eine stundenweise Vorbereitung. Das trifft für Österreich zu, das trifft auch für Tschechei zu und das trifft auch für Prag zu. Das einzige Mal, dass etwas über die polnische Sache, dass etwas früher gesagt wurde, war die von mir vorhin erwähnte polnische Sache, wo am 23. Mai eine Besprechung gewesen war. In allen übrigen Fällen war es also eine für die hohen militärischen Führer jeweils eine ziemliche Überraschung. Eine vollkommene Überraschung. Nun habe ich noch eine letzte Frage. Wie stand es mit den Rücktrittsmöglichkeiten hoher militärischer Führer während der Kriegszeit? Es ist mehrfach gesagt worden, ich habe es auch am eigenen Leibe erfahren, dass Rücktrittsgesuche nicht eingereicht werden durften. Es wurde gesagt, dass wenn einer von uns zu gehen hätte, uns das von oben her gesagt würde. In einem autoritären Staat hätte der Untergebene und der Staatsbürger nicht das Recht, von sich aus abzutreten. Weder als Soldat noch als Zivilist. Ich habe keine weiteren Fragen. The tribunal will adjourn until Monday morning. Dr. Laternza, had you finished your cross-examination? Ich habe nur noch ganz wenige Fragen an den Zeugen zu stellen. Herr Zeuge, ich möchte nur noch einmal ganz kurz darauf zurückkommen, inwieweit die Kriegsbereitschaft der Luftwaffe im Jahre 1939 nicht vorgelegen hat.
Ich möchte Sie in diesem Zusammenhang fragen, ob die Zusammenarbeit der Luftwaffe mit OKW, Heer und Marine im Jahre 1939 sichergestellt war. Die Luftwaffe war im Jahre 1939 nach meiner Überzeugung für einen größeren Krieg nicht vorbereitet. Mit den anderen Wehrmachtsteilen waren keine gemeinsamen Abreden irgendwelcher Art getroffen. Wenigstens ist mir von irgendeiner solchen nichts bekannt. Wenn diese Vereinbarungen mit den anderen Wehrmachtsteilen vorgelegen haben würden, dann wären sie Ihnen wohl auch bekannt. Ich möchte es annehmen, dass da ich um diese Zeit in diese Fragen wohl eingeschaltet worden wäre. Wie war die Zusammenarbeit der wichtigsten Ressorts innerhalb der Luftwaffe selbst? Sie war seit dem Jahre 1937 verhältnismäßig lose. Es waren abgetrennt der Generalstab, das Technische Amt und auch das Personalamt, die mehr oder minder stärker für sich alleine ihre Arbeit machten. Herr Zeuge, Sie erwähnten gerade den Generalstab. Was verstehen Sie unter dem deutschen Generalstab der Luftwaffe? Generalstab bedeutet im Deutschen Führergehilfen. Das heißt, das sind jüngere Offiziere mit einer besonderen Vorbildung, zu der sie kommandiert werden und die nun den Truppenbefehlshabern, den Truppenkommandeuren vom Divisionskommandeur an ab aufwärts zur Seite stehen. Was zählte alles zum Generalstab der Luftwaffe? Einmal die Offiziere vom Chef des Generalstabs der Luftwaffe persönlich an abwärts, die in den Ressorts dieses Generalstabs als Amtes sich befinden, und ebenso die Offiziere, die als Generalstabsoffiziere draußen bei den Divisionen, Korps und Luftflotten eingesetzt waren. Wie stand es mit den Terminen für Neuaufstellungen innerhalb der Luftwaffe? Die großen Aufstellungen waren noch nicht befohlen, sondern über die war nur schon vor längerer Zeit vor dem Kriegsausbruch beraten worden. Man wollte eine größere Luftwaffe später aufstellen, die Termine lagen aber, soweit ich mich heute entsinne, noch 6 bis 8 Jahre voraus. Also in welches Jahr wäre die Erfüllung der Termine gefallen? Ich schätze etwa in die Jahre 44 bis 46. Herr Zeuge, war eine... Gefordert haben Sie die Fabriken und festgesetzt wurden Sie von Sauckel, indem er eben das, was er bekommen konnte, was immer weniger war, wie das, was gefordert war, zur Verfügung stellte. War er hier völlig selbstständig oder hatte der Führer hier eine Entscheidung zu treffen? Soviel ich weiß, hat der Führer in diese Fragen sehr oft eingegriffen, denn ich weiß, dass Herr Sauckel sehr oft zu Hitler hinbestellt wurde. Fanden nicht Besprechungen beim Führer über alle grundsätzlichen Programme statt, gerade wegen der Arbeiterfragen? Nein, über alle Programme nicht, aber es haben auch gelegentlich über diese Frage beim Führer Besprechungen stattgefunden. Aber diese Besprechungen über Arbeiterfragen beim Führer im größeren Rahmen waren meist sehr kurz. Er hat sich mit dieser Frage da nicht im größeren Rahmen befassen wollen. Wie war der Vierjahresplan eingeschaltet? Auch der Vierjahresplan hat sich, soviel ich weiß, um diese Fragen gekümmert. Ich glaube aber eben als Hilfsorgan hierin für Hitler, der eben selber diese Einzelfragen bei sich nicht erläutert wissen wollte. Ist Ihnen bekannt, dass nach den Verordnungen Sauckel dem Vierjahresplan, also Göring, unterstand und von ihm seine Befehle hätte bekommen müssen? Das ist mir nicht so genau bekannt, ist wie nicht bekannt. Die Verhältnisse waren. Eine andere Frage. Wie haben die Arbeiter
die ausländischen Arbeiter gearbeitet? Waren sie willig und fleißig? In der großen Masse ausgezeichnet. Worauf führen Sie das zurück? In den ersten Jahren waren diese Arbeiter froh, dass sie auf diese Weise Arbeit und Brot hatten. Sie wurden bei uns gut behandelt, soweit ich das überhaupt beurteilen kann, und ihre Ernährungssätze lagen über denen der deutschen Bevölkerung. Sie bekamen ebenso wie die deutschen Arbeiter ihre Schwerarbeiter, Schwerstarbeiter und Langarbeiterzulagen. Besonders gut waren die französischen Arbeiter und die russischen Arbeiter. Klagen habe ich gelegentlich mal gehört über die holländischen Arbeiter. Sonst, die Verordnungen Saukels, sind Ihnen diese bekannt bezüglich der Betreuung? Ich kann mich entsinnen, dass Herr Saukel darüber auch mal in der zentralen Planung uns einen Vortrag gehalten hat. Vertrat er einen humanen Standpunkt oder einen scharfen Standpunkt? Nein, einen durchaus humanen Standpunkt. Saukel hatte ein sehr schweres Amt von Hitler bekommen. Er ist selber, so viel ich weiß, ein Arbeiter gewesen. Er kennt schwere Arbeit als Seemann selber und hatte ein sehr weitgehendes Herz für die Arbeiter. I'm sorry. You've seen that light go 3 times. Will you kindly observe it? And go slower when the light comes on. Jawohl. Ich habe keine Fragen mehr an den Zeugen. Professor Dr. Jahreis für den angeklagten Jodl. Herr Zeuge, haben Sie an dem Wehrmachtmanöver 1937 teilgenommen? In Mecklenburg, glaube ja? ich. Jawohl. Ist Ihnen in Erinnerung, ob damals auch ausländische Offiziere als Gäste zugegen waren? Jawohl, ich weiß, es war eine große englische Abordnung unter einem General, der später Gouverneur von Gibraltar war. Ironside? Der General Ironside? Jawohl, Ironside. Den habe ich persönlich gesprochen. Ja? Und auch Herren seines Stabes begrüßt. Ja. Es waren Italiener da und eine größere Zahl anderer Nationen. Ich kann im Augenblick nicht mehr genau sagen, im Gedächtnis habe ich es nicht, welche Nationen es gewesen sind. War vielleicht auch eine französische Abordnung da? Ich glaube ja. Aber Sie wissen es nicht genau? Nein, mein Gedächtnis ist für viele Sachen nicht mehr ganz... Aber sicher eine englische. Den Ironside habe ich persönlich gesprochen. Ja. Wissen Sie, Herr Zeuge, ob damals auch die neuesten deutschen Elemente der Rüstung gezeigt worden sind, diesen ausländischen Offizieren? Jawohl. Ja, auch im Einsatz. Es wurde ja nur Einsatz gezeigt. Nur Einsatz. Außer einer Vorführung mit einem neuen Flugzeug, das noch nicht allgemein im Einsatz war. Das wurde so gezeigt. Ja. Wissen Sie, ob wir auch, das heißt Deutschland, fremden Mächten Einblick in die Luftschutzeinrichtungen gegeben haben? Sehr häufig. Es war ein Mr. Fraser aus England zusammen mit Lord Trenchard bei mir. Und Herr Fraser interessierte sich für Luftschutzeinrichtungen. Und es wurden ihm die modernsten Sachen sofort gezeigt. Wann war das bitte? Ich schätze 1937 oder 38. Ich will eben sehen, ob ich das finde. Im Juli 37, am 1. Juli. Ja. Wissen Sie, ob später noch
jemand aus England da war. Es war dann ein persönlicher Austausch zwischen unserer entsprechenden Abteilung und den Engländern. Ich persönlich habe an diesen weiteren Sachen, nachdem ich die Bekanntschaften vermittelt hatte, nicht mehr teilgenommen. Danke. Eine andere Frage. Sie entsinnen sich des Rheinland-Besetzungskomplexes, nicht wahr? Jawohl. Sie wissen auch, wie große Aufregung diese Frage hervorgerufen hat. Jawohl. Ja. War an der Wiederbesetzung des Rheinlandes, und zwar links des Rheines, auch die Luftwaffe beteiligt? Das vermag ich im Augenblick nicht zu beantworten. Die Rheinlandbesetzung kam so plötzlich, dass sie mich auf einem Urlaub überraschte. Als ich zurückkam, war die Besetzung im Gange. Ich weiß, dass Düsseldorf besetzt wurde, auch mit der Luftwaffe. Dort bin ich selbst gewesen an einem der nächsten Tage. Das ist also rechtsrheinisch? Das ist noch rechtsrheinisch. Ja. Vom linksrheinischen wissen Sie nichts? Das kann ich nicht im Augenblick sagen. Ja. Ich glaube nicht, dass dort ein Flugplatz war. Ich kann mich aber nicht genau darauf entsinnen. Sie sagen, die Rheinland-Besetzung ist plötzlich gekommen, war aber nicht wenigstens in Eventum etwas vorbereitet worden bei der Luftwaffe. Während meines Urlaubs war der Entschluss gekommen und alles, was da war, war für diesen Zweck natürlich bereitgestellt worden. Aber es war sehr wenig. Ja, damit wir klar sind. Erst während Ihres Urlaubs ist zum ersten Mal die Luftwaffe mit Vorbereitung befasst worden. Unbedingt, denn sonst wäre ich ja nicht auf Urlaub gegangen. Ja, und wie weit lag dieser früheste Zeitpunkt vor der Besetzung? Es kann sich um 14, 15, 16 Tage gehandelt haben. Danke. Ein letztes. Das wäre das Maximum. Ja. Ein letztes, Herr Zeuge. Sie haben schon am Freitag etwas ausgesagt über die Beteiligung der Luftwaffe an dem militärischen Teil da, der Vollziehung der Anschlusspolitik, März 38. Von wann an sind da die Vorbereitungen der Luftwaffe gelaufen? Die Vorbereitungen sind weniger als 48 Stunden gelaufen. Das kann ich ganz genau sagen. Und wann haben Sie zuerst überhaupt davon erfahren, dass auch militärisch an dieser Lösung gearbeitet werden sollte? Etwa 36 Stunden vor dem Einmarsch. Danke sehr. Rechtsanwalt Kaufmann. For whom? You said you were Dr. Kaufmann. You didn't say for whom. Ja, für Kaufmann. Herr Zeuge, ist es richtig, wenn ich davon ausgehe, dass Sie befehlsmäßig, also dienstlich, weder mit der Gestapo noch irgendetwas mit den Konzentrationslagern zu tun gehabt haben? Nein, ich habe nie etwas mit diesen zu tun gehabt. Wann hatten Sie erstmals Kenntnis bekommen von der Einrichtung solcher Lager? Durch die allgemeinen Veröffentlichungen im Jahre 1933, dass überhaupt ein Konzentrationslager eingerichtet würde. Haben Sie dann im Laufe der nächsten Jahre nähere Kenntnis von weiteren Einrichtungen bekommen? Bis zum Kriegsende waren mir bekannt Dachau und Oranienburg. Von einem weiteren Konzentrationslager war mir nichts bekannt. Ich habe das Lager Dachau im Jahre 1935 auf meinen Wunsch mit einigen höheren Offizieren der Luftwaffe besichtigt. Sonst habe ich ein Konzentrationslager nicht gesehen und auch nichts über das Weitere, was dort geschah, gewusst. Wie war damals bei der Besichtigung Ihr Eindruck über diese Einrichtung, über die Behandlung der Häftlinge und so weiter? Es wurde damals so viel über die Frage, auch in Deutschland,
in unseren Kreisen der Offiziere debattiert, dass ich mich entschloss, mir selber einen Einblick zu verschaffen. Mein Wunsch wurde von Himmler ohne weiteres genehmigt. Damals bestand, glaube ich, auch wohl nur Dachau. Ich fand dort verschiedenste Gruppe von Insassen vor. Eine Gruppe waren Schwerverbrecher, die immer wieder rückfällig wurden. Andere Gruppen bestanden aus Leuten, die laufend das gleiche Vergehen immer wieder verübten, ohne dass dies Verbrechen waren, sondern es waren wohl Vergehen. Dann war eine Gruppe, die bestand aus den Leuten, die aus dem Röhmputsch dort insaßen. Ich habe einen der Männer dort zufällig früher mal gesehen gehabt und gekannt. Er war ein höherer SA-Führer und war nun in diesem Lager. Das Lager war militärisch sauber, ordentlich aufgezogen. Wir haben dort eine eigene Schlächterei, eine eigene Bäckerei gesehen. Wir haben uns ausdrücklich das Essen der Leute geben lassen, die im Lager insaßen. Das Essen war gut. Es wurde uns auch von dem führenden Mann des Lagers erklärt, dass sie ihre Häftlinge sehr gut ernährten, weil sie schwere Arbeit zu leisten hätten. Alle Häftlinge, an die wir herantraten, meldeten die Gründe, weshalb sie im Lager waren. Es waren das sehr oft Fälle, wo einer sagte, 20 Mal Urkundenfälschung oder 18 Mal Körperverletzung und dergleichen. Ob uns alles gezeigt worden ist in dem großen Komplex, kann ich natürlich nicht sagen. Sie sprachen eben davon, dass in den Offizierskreisen debattiert worden sei. Haben Sie dann später, als Sie zurückkehrten, Ihre Eindrücke über Dachau wiedergegeben? Kaum. Nur soweit ich auf diese Frage von engeren Kameraden angesprochen wurde. Wie gesagt, ich war nicht allein, es waren auch noch mehr Herren mit. Und auch diese werden im kleineren Kreise über diese Frage Gelegenheit gehabt haben zu sprechen. Nun sind in den Konzentrationslägern unerhörte Grausamkeiten begangen worden. Haben Sie davon und gegebenenfalls wann erstmals Kenntnis bekommen? Am Tage meiner Gefangennahme habe ich zum ersten Mal ein Bild gewonnen, weil in der Nachbarschaft davon ein kleines Teillager auf dem Abmarsch durchgeführt worden war. Das war der erste persönliche Eindruck, den ich gewonnen habe. Das andere habe ich später in der Gefangenschaft durch die verschiedenen Unterlagen, die man uns gezeigt hat, erfahren. Herr Zeuge, Sie sagten vorhin, der Angeklagte Speer sei im April 44 krank gewesen. Können Sie mir sagen, von wann bis wann das ungefähr war? Die Krankheit begann im Februar und dürfte etwa Juni beendet gewesen sein. Danke. Ist Ihnen etwas davon bekannt, dass man diese lange Krankheit dazu ausgenutzt hat, um seine Autorität und seinen Einflussbereich erheblich zu beeinträchtigen? Und können Sie mir sagen, wer daran in erster Linie interessiert war? Die Beeinträchtigung bestand aus dem vorhin erwähnten Baugebiet. Es ist für mich sehr schwierig, hier einzelne Personen zu nennen, die vielleicht Erbschaftsinteressen hatten. Wurde das nach dem 20. Juli nicht etwas noch schlimmer oder weniger? Es ist eigentlich mit zunehmender Zeit immer schlechter geworden und die Stellung von Speer immer schwieriger. Da Speers Gesamtauffassung von der offiziellen Meinung des Führers in immer stärkerem Umfang abwegt.
Ja. Nun, darf ich Sie bitten, mal Ihre Erinnerung auf etwas anderes zu lenken. Im Februar 1945 wurde durch eine Anordnung Hitlers dem Angeklagten Speer die Frachtraumverteilung übertragen. Und Sie waren, wenn ich richtig informiert bin, als sein Vertreter bestellt. Können Sie mir sagen, wie die Transportlage damals aussah und wie weit der Ausstoß der Rüstung von der Transportlage abhing? Die Transportlage war in dieser Zeit durch die amerikanischen Tagesbombenangriffe so katastrophal geworden, dass die notwendigsten Lebensgüter und auch Rüstungsgüter nicht mehr gefahren werden konnten. Insbesondere betraf das unser großes Schmiede, das Ruhrgebiet und die Verbindung von dort zur Fertigindustrie in Mitteldeutschland, Berlin, sächsischer Raum. Wenn hier nicht mit ganz außergewöhnlichen Mitteln und Vollmachten eingegriffen wurde oder würde, war der totale Zusammenbruch nur aus dem Grunde der Verkehrslage mit Stunden beinahe zu berechnen. Das war die damalige Lage. Nun war es zu erwarten, dass Speer aufgrund seines Auftrages die Rüstung bei der Verteilung des Transportvolumens bevorzugen würde? Und was hat er getan? Nein, Speer war sich mit mir darüber vollkommen klar, dass die ganze Rüstung in diesem Zeitraum nichts mehr bringen konnte. Speer hat daher von sich aus das Hauptgewicht auf Lebensmitteltransporte für die Bevölkerung gelegt. Vor allen Dingen auch auf Räumung von Lebensmitteln aus den deutschen Gebieten, die verloren gehen würden am ehesten. Waren das nur Maßnahmen zur Sicherung der laufenden, des laufenden Ernährungsbedarfs oder waren das Maßnahmen auf weite Sicht? Es war so gedacht, dass die größtmögliche Menge, die überhaupt da war und die abtransportiert werden konnte, sichergestellt wurde. Herr Zeuge, ein besonders schwieriges Kapitel war ja in der damaligen Zeit der Kraftverkehr. War die Zahl der Lastkraftwagen und die Treibstoffmenge für diese in der Rüstung beschränkt? Und was hat Speer hinsichtlich der Lastkraftwagen Mitte Februar 1945 angeordnet, falls Sie das wissen? Also ich weiß, dass die Lastkraftwagen immer so knapp für die Rüstung so knapp gewesen sind, dass selbst die Notwendigkeiten nicht erfüllt werden konnten. Es musste zu allen möglichen Aushilfen auf diesem Wege geschritten werden. Einsatz der elektrischen Straßenbahnen, Einsatz von sehr viel Pferdefuhrwerken und dergleichen. Aber auch hier ist meines Wissens von Speer dieses Fahrgerät an Fahrzeugen eingesetzt worden für die deutsche Bevölkerung, um die Verteilerorganisation an Lebensmitteln überhaupt ermöglichen zu können. Treibstoff war damals einer der stärksten Engpässe, nicht wahr? Das war überhaupt der stärkste Engpass. Ist Ihnen was darüber bekannt, Herr Zeuge, ob Speer seit Februar 1945 die Reparatur der Stickstoffwerke, die also Düngemittel für die Landwirtschaft erzeugten, vor der Reparatur der Treibstoffwerke, also in der Dringlichkeitsstufe gestellt hat? Jawohl, das weiß ich. Weil Speer mit mir sehr ausführlich die Frage besprochen hat, was jetzt, da der Zusammenbruch für uns als unvermeidlich in nächster Zeit bevorstand, am dringlichsten zu tun sei. Und seine vertretene Ansicht war, dass es jetzt nur darauf ankäme,
dem deutschen Volke noch so viel wie möglich zu helfen, um ihm die sehr schwere Zeit nach dem Zusammenbruch möglichst zu erleichtern. Darin zugehörten einmal die Frage der Lebensmittel, der Bergung der Lebensmittel und des Transportes zur Verteilung. Zweitens, die Verhinderung der Zerstörung aller deutschen Fabriken, die noch irgendwie in unserer Hand waren. Dies gegen den ausdrücklichen von Hitler gegebenen Befehl der verbrannten Erde, wie wir ihn nannten. Drittens, Beauftragung der Industrie bereits mit Friedensproduktion statt Kriegsproduktion, soweit die Fabriken überhaupt noch standen. In erster Linie hier Herstellung von landwirtschaftlichen Maschinen, von Ersatzteilen für diese und dergleichen. Unter dem Motto, dass einmal in die Industrie hineingelegte Aufträge auch über Erschütterungen weiterlaufen würden. Erschütterungen zum Beispiel, wenn die Fabrik aus deutscher Hand in Feindeshand fiel oder wenn durch Beendigung des Krieges die Kriegsaufträge der Regierung automatisch kaputt gingen. Herr Zeuge, Sie haben hier eine ganze Reihe Fragen zusammengefasst. Dafür bin ich Ihnen dankbar. Ich wollte Sie nur noch fragen. Können Sie uns größere Details bezüglich der Verhinderung von Zerstörung hier erzählen? Yes, that's right. Dr. Fleischner, will you explain to me why this evidence that you're calling now is relevant? And to what charge it is relevant? Herr Präsident, der Zeuge, der angeklagte Speer steht unter der Anklage einer gemeinsamen Verschwörung, eines gemeinsamen Plans zur Durchführung eines Angriffskrieges bis zum 7. Mai 1945. Wenn ich nun dartun kann, dass zumindest seit geraumer Zeit vorher der angeklagte Speer eine Tätigkeit entfaltet hat, die mit diesem gemeinsamen Plan nicht zu vereinbaren ist, dann glaube ich, ist das für die Beurteilung, wie weit man ihm einen Vorwurf im Sinne der Anklage machen kann, von Erheblichkeit. All the evidence. All the evidence that you have been leading for the last 15 minutes is related to 1943 and 1944 and is related to conferences with reference to the erection of factories for the production of bombers and the fact that, as far as I've understood it, the fact that Speer was engaged more upon attempting to feed the German people than to build armament factories. What that has to do with it, I haven't any idea. Der erste Punkt bezog sich auf ein Dokument 1584 PS, welches die Anklagebehörde als Belastung gegen meinen Klienten vorgetragen hat. Da heißt es nämlich, es sei auf einer Konferenz auf dem Obersalzberg der Bau von bestimmten Fabriken angeordnet worden und da, zu deren Bau seien 100.000 ungarische Juden verwendet worden. Der Zweck der Befragung dieses Zeugen hier war festzustellen, dass den angeklagten Speer für diesen Bau eine Verantwortung nicht zur Last gelegt werden kann, da Hitler diesen Bauauftrag unmittelbar an einen anderen gegeben hat. Sodass dieser Punkt, den die Anklage zur Stützung ihres Vorwurfs vorgetragen hat, ausgeräumt wird. Das war der Zweck der ersten Frage.
Der Zweck der zweiten Fragen bezüglich der Zerstörung und der Sicherung der Landwirtschaft, der landwirtschaftlichen Erzeugung und der Ernährung des deutschen Volkes, der bezieht sich auf den Vorwurf der Verschwörung zur Ausführung eines gemeinschaftlichen Planes. Denn alle diese Tätigkeiten, die der Zeuge hier bestätigt hat, dienten ja gerade zum Gegenteil, hatten ja gerade die gegenteilige Wirkung als der von der Anklage behauptete gemeinschaftliche Plan. Denn sie dienten nicht der Kriegsführung, sondern der Friedenswirtschaft. There's no charge against Speer on the ground that he attempted to feed the German people during the war. Prosecution haven't laid that against him as a charge. In my opinion, it's simply a waste of time. Das habe ich. Herr Präsident, ich habe auch nie behauptet, dass die Anklage diesen Vorwurf erhoben hätte. Da muss ein Fehler in der Übertragung vorliegen. Da habe ich eine letzte Frage an Sie, Herr Zeuge. Können Sie uns etwas darüber sagen, wie weit Speer den Führer über die Folgen der schweren Luftangriffe auf Hamburg und so weiter und die Folgezeit unterrichtet hat? Er hat ihn sehr ausführlich unterrichtet und ihn auf die Schwierigkeit besonders immer wieder hingewiesen. Danke. Rechtsanwalt Servatius für den Angeklagten Saukel. Herr Zeuge, die zentrale Planung hat sich auch mit Arbeiterfragen befasst. Jawohl. Wurde der Bedarf an Arbeitern festgestellt? Der wurde von der Industrie festgestellt und über die Arbeitsämter gemeldet. Wir bekamen bei der Rüstung auch darüber Zahlenunterlagen über die Fehlbestände. Und darf ich Sie unterbrechen? Nachdem der Bedarf festgestellt war, was taten Sie dann? Zu welchem Zweck wurde der Bedarf festgestellt? Es wurde festgestellt, wie viele Arbeiter fehlten, weil ja laufend Arbeiter zum Kriegsdienst kommandiert wurden. Geschah es nicht, um Arbeiter zu fordern? Die Forderung kam von den Fabriken. Wir unterstützten die Fabriken gegenüber Saukel, indem wir ihm sagten, dass die Industrie die und die Forderung gestellt hätte. Wir sagten ihm, welche Zahlen davon nach unserer Auffassung übersetzt wären, zum Beispiel. War es eine Zusammenfassung des Bedarfs an Arbeitern? Nein. Das waren die gemeinsamen Zahlen, so wie sie statistisch von den Dienststellen von Herrn Saukel erfasst worden waren. Wer stellte den Bedarf fest? Saukel oder die Bedarfsträger? Die Fabriken. Und welche Aufgabe hatte die zentrale Planung bezüglich der Arbeitsfragen? Sie hatte für die Rohstoffverteilung zu sorgen und war auch interessiert an dem Aufkommen von Rohstoffen, damit sie etwas... Ich frage nicht wegen der Rohstoffe, sondern bezüglich der Arbeiterfrage. Ist mir klar. Sie müssen warten, bis ich das zu Ende gesagt habe. Dann werden Sie sehen, was ich meine. Die Rohstoffe mussten ja auch geschaffen werden. Und zur Schaffung der Rohstoffe mussten Arbeiter da sein. Zum Beispiel im Bergbau. Oder zum Beispiel Aluminiumfabriken. Herr Zeuge, darf ich Sie unterbrechen? Es ist klar, dass zur Herstellung Menschen nötig sind. Es kommt mir darauf an, zu wissen, wer hat die Arbeiter gefordert und wer hat sie letzten Endes die Anzahl festgesetzt. War Ihnen also völlig unbekannt, dass es in Deutschland und in den besetzten Gebieten mehr als 200 Konzentrationslager gab? Dann wird vollkommen unbekannt. Ich habe vorhin die beiden erwähnt, von deren Existenz ich wusste. Nun wird Ihnen entgegengehalten werden können. Man hätte doch
Kenntnis haben müssen. Können Sie uns eine Erklärung dafür geben, warum eine bessere Kenntnis über die wirklichen Zustände Ihnen nicht möglich gewesen war? Weil die Leute, die davon Kenntnis hatten, nicht darüber gesprochen haben und wohl auch nicht sprechen durften. Das entnehme ich einer Unterlage in der Anklage gegen den Generalstab, wo fälschlicherweise auch Himmler als höherer militärischer Führer angesehen wird, in der er diese Anordnung gegeben hat. Es handelt sich um irgendeine Besprechung der höheren Polizeiführer unter Himmler im Jahre, glaube ich, 43. Ist es dann richtig, wenn ich sage, dass jeder Versuch, die wahren Zustände über die Konzentrationslager aufzudecken, unmöglich war, es sei denn, dass der Betreffende Leib und Leben riskierte? Zunächst mal war ja ebenso wenig wie mir allen anderen Leuten was von dieser großen Zahl von Konzentrationslagern bekannt. Zweitens wussten wir ja gar nicht, was in diesem vorging. Das war auf einen kleinen Kreis von eingeweihten Leuten anscheinend beschränkt. Der SG war außerdem in der ganzen Bevölkerung und bei allen Leuten, nicht nur bei den Kleinen, außerordentlich gefürchtet. Es war nur mit Lebensgefahr überhaupt wohl verbunden, wenn man sich in diesen Kreis irgendwo hineinbewegt hätte. Außerdem, woher sollten die deutschen Menschen etwas von diesen Sachen erfahren, wenn sie es nicht sehen und nicht hören konnten? In der deutschen Presse hat darüber nichts gestanden. Im deutschen Rundfunk wurde nichts bekannt gegeben. Das Abhören feindlicher Nachrichten, feindlichen Rundfunk, stand unter allerschwerster Strafe, ja zum großen Teil der Todesstrafe. Es war ja auch nie einer allein. Er musste damit rechnen, wenn er selber gegen das Gebot handeln wollte, dass er von anderen Leuten abgehört wurde und angezeigt wurde. Ich weiß, dass eine große Zahl von Menschen in Deutschland wegen Abhören des ausländischen Radios zum Tode verurteilt worden sind. Haben Sie Kenntnis davon erhalten, dass Massendeportationen von Juden in die Ostgebiete stattgefunden haben? Und wann? Erstmal. Ich kann den Termin nicht angeben. Es einmal irgendwo, ich weiß auch nicht mehr auf welchem Wege, die Nachricht zu mir gekommen, dass die Juden in besonderen Ghetto-Städten im Osten angesiedelt würden. Ich glaube, es muss etwa 1944 gewesen sein. Muss ich aber für diesen Termin auch nicht irgendwie verbürgen. Sie sprechen eben von Ghettos. Wussten Sie, dass diese Massendeportationen lediglich die Vorstufe zu Massenvernichtungen war? Nein, das ist uns niemals gesagt worden. Darf ich Sie weiter fragen, ob Ihnen in diesem Zusammenhang das Vernichtungslager Auschwitz ein Begriff gewesen ist? Nein, den Namen habe ich erst viel später nach meiner Gefangennahme zum ersten Mal in der Presse gelesen. Im Osten waren sogenannte Einsatzkommandos eingesetzt, die eine gewaltige Ausrottung durchgeführt haben, auch von Juden. Hatten Sie Kenntnis davon, dass solche Einsatzkommandos aufgrund eines Befehls Adolf Hitlers bestanden? Nein, das erste Wort von diesen Einsatzkommandos habe ich hier in Nürnberg im Gefängnis gehört. Ist Ihnen bekannt, dass
eine besondere Aktion zur Vernichtung von jüdischen Bürgern im Südosten des Reiches durchgeführt wurde, der nach Angabe des betreffenden Führers namens Eichmann etwa 4 bis 5 Millionen Juden zum Opfer gefallen sind. Nein, ist mir nicht bekannt. Ich höre den Namen Eichmann jetzt zum ersten Mal. Ist es richtig, wenn ich annehme, dass in Deutschland im Zeichen des absoluten Führerstaates jeder Widerspruch gegen einen höchsten Befehl mit Gefahr für Leib oder Leben verbunden war? Das ist in vielen Hunderten von Fällen bewiesen worden. Ist es weiter richtig, wenn ich annehme, dass die gleichen Folgen eingetreten wären, wenn der Befohlene Widerspruch erhoben hätte, auch gegen einen rechtswidrigen und unmoralischen Befehl? Ich glaube, dass er damit dieser Strafe auch rechnen musste. Nicht nur er, sondern auch seine Angehörigen. Danke, ich habe keine Frage mehr. Dr. Sinnert für den Angeklagten Großadmiral Reeder. Herr Zeuge, ich habe nur eine kurze Frage. Sie erzählten Freitag, dass Sie mit einer englischen Kommission 1937 Besprechungen gehabt haben. Die Kommission wurde von Vizemarschall Courtney geleitet. Ich möchte gern von Ihnen wissen, ob bei diesen Besprechungen vereinbart wurde, dass sich die deutsche maßgebende Stelle und die britischen Stellen gegenseitig unterrichten über die Aufstellungspläne der Luftwaffe. Jawohl, das ist so richtig verstanden. In welcher Form wurde das vereinbart? Es wurde darüber eine schriftliche Niederlegung gemacht. Hatte die englische bzw. die deutsche Luftwaffe Aufstellungspläne für jedes Jahr? Nein, das ging auf mehrere Jahre. Auf wie viele Jahre lief zu der Zeit, 1937, der Aufstellungsplan hinaus? Ich vermag das im Augenblick nicht mehr auswendig zu sagen. Vielleicht waren es 2, 3 Jahre damals. Das wäre also dann für die Jahre 1938 bis 1940. 37, 38, 39 bis 40 vielleicht gewesen. Ich vermag das aber nicht mehr genau zu sagen. Ich habe das vergessen. Und über dieser Plan, hatte der eine bestimmte technische Bezeichnung? Hieß der Aufstellungsplan oder hieß er anders? Vermag ich auch nicht mehr zu sagen. Wir haben allgemein von Aufstellungsvorhaben gesprochen. Und auf der englischen Seite waren die entsprechenden Pläne auch in der Form, dass es sich auf einen gewissen Zeitraum von vielleicht 3 Jahren erstreckte? Ich glaube, dass sich die Zeiten sogar ziemlich miteinander abdeckten. Es war so dasselbe System. Danke, Herr Zeuge. Will the prosecution now wish to cross-examine? I'm sorry to have called you. Perhaps it'd be convenient to adjourn for 10 minutes now.